Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch meine Favoriten und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen. Schreibt mir doch als heutige Videoaufgabe gerne mal in die Kommentare, was aktuell eure Favoriten sind. Ganz egal, ob das Beauty-Produkte sind, irgendwelche Haushaltsprodukte oder was auch immer. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Kommentare und starte jetzt mit dem ersten Produkt. Mein erster Favorit heute ist Babypuder. Und zwar habe ich hier einfach das ganz normale Babypuder von Babylove. Und das verwende ich als Trockenshampoo-Ersatz. Mir ist nämlich vor einiger Zeit mein Trockenshampoo leer gegangen. Das war an einem Wochenende. Ich musste mich dringend für ein Video fertig machen, hatte keine Zeit mehr, mir die Haare zu waschen oder so und hätte es aber eigentlich machen müssen. Und anstatt dann Trockenshampoo zu benutzen, habe ich dann Babypuder verwendet. Und das hat super, super gut funktioniert. Meine Haare sind dadurch wieder ganz normal geworden. Vorher waren sie halt eben so leicht strähnig und dann habe ich mir einfach so ein bisschen über meinen Kopf gegeben, Scheitel für Scheitel, das Ganze nochmal durchgewuschelt. Es gab keine weißen Rückstände, meine Haare haben ein bisschen mehr Volumen auch bekommen. Ich konnte sie super einfach stylen und ich finde, das ist ein super toller Trockenshampoo-Ersatz. Ich habe mir jetzt trotzdem nochmal ein Trockenshampoo geholt für den Fall, dass ich damit dann doch irgendwie nicht so gut klarkomme. Aber bisher funktioniert das wirklich richtig gut. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das so ein bisschen gesünder für die Kopfhaut ist als Trockenshampoo. Weil habt ihr euch schon mal durchgelesen, was da alles für 1000 verschiedene Stoffe drin sind? Also da ist mir das hier auf jeden Fall ein bisschen sympathischer. Ich habe euch bereits im Dezember die Marke Yepoda und ganz viele tolle Produkte von dieser Marke vorgestellt. Und heute darf ich euch die neuen The Moment Sheet Masken vorstellen. Die sind wirklich perfekt, wenn ihr eurer Haut mal eine kleine Auszeit gönnen möchtet. Die Sheet Masken sind zu 100% biologisch abbaubar, enthalten keine schädlichen Stoffe, sind dermatologisch getestet und für alle Hauttypen geeignet. Es gibt drei verschiedene Masken und schaut euch mal bitte diese wunderschöne Verpackung an. Das macht richtig Spaß, sich da eine Maske rauszuholen. Und ich zeige euch jetzt als erstes diese Maske hier. Das ist die The Recovery Moment Maske. Diese wirkt beruhigend, feuchtigkeitsspendend und regenerierend mit Niacinamid, Panthenol und Ringelblume. Dann haben wir hier die The Rescue Moment Maske. Und diese sorgt für einen sanften Peeling-Effekt, auffällend, reinigend und für ein ebenmäßiges Hautbild mit PHA, AHA und Algen. Dann haben wir hier die dritte Maske. Ich finde alle Masken richtig toll, aber ich glaube, diese hier ist so ein bisschen mein Favorit. Das ist die The Limitless Moment Maske. Diese Maske bekämpft Anzeichen von Hautalterung, hat also einen Anti-Aging-Effekt, ist feuchtigkeitsspendend und regenerierend mit grünem Tee, Aloe Vera und Beeren. Ich zeige euch jetzt auf jeden Fall mal, wie ich diese Maske hier anwende. Das ist die The Timeless Moment Maske. Zuerst habe ich mein Gesicht natürlich gereinigt und mein Gesicht habe ich jetzt auch noch so leicht angefeuchtet mit Wasser und jetzt kann ich so ganz, ganz vorsichtig die Maske aus der Packung nehmen und auf mein Gesicht drauflegen. Danach kann man 15 Minuten entspannen und sich einfach mal zurücklehnen. Und wenn man noch so ein bisschen Musik dazu hören möchte, dann findet man hier unten in der Ecke so einen kleinen QR-Code mit einer Playlist für Entspannungsmusik. Finde ich richtig praktisch und habe ich bisher auch jedes Mal dazu angemacht, weil dann kann man mal wirklich so alles um sich herum vergessen. Als die 15 Minuten dann vorbei waren, habe ich die Maske dann von meinem Gesicht abgenommen und die restliche Essenz in meine Haut einmassiert. Und schon ist die Haut wunderschön gepflegt und fühlt sich einfach nur toll an. Schaut euch die Sheetmasken jetzt gerne mal genauer in meiner Infobox an. Da habe ich euch mal alles verlinkt. Schaut euch auch gerne die weiteren tollen Produkte von Yepoda an. Ich habe nämlich zum Beispiel einen absoluten Favoriten, den roten Reinigungsschaum. Den kann ich euch gerne auch mal direkt in der Infobox verlinken. Den muss ich mir jetzt mit meinem Rabattcode auch direkt mal nachbestellen. Denn mit dem Code 30GIM bekommt ihr jetzt die nächsten zwei Wochen 30% Rabatt auf eure Bestellung. Und ich würde sagen, euch viel Spaß beim Shoppen. Ich werde nach diesem Video definitiv auch ein bisschen shoppen. Und ich würde sagen, ich mache weiter mit dem nächsten Produkt. Diesen Bronzer hier verwende ich jetzt seit ungefähr 2 Monaten und ich finde den so, so toll. Das ist von Physikiens Formula, der Butter Bronzer. Und den habe ich hier in der Farbe Muru Muru. Und erstmal, wenn man den öffnet, der duftet so, so gut nach Kokosnuss. Aber nicht so künstlich, sondern als würde man einfach gerade so eine Kokosnuss aufschlagen. Das ist wirklich so ein ganz, ganz toller, besonderer Duft. Und ich finde die Farbe auch super schön und das Produkt kann man super einfach verblenden. Es wird nicht fleckig und es sieht einfach so mega natürlich aus, weil die Konsistenz von diesem Puder einfach ganz anders ist. Also alleine, wenn man so hier drüber geht, es ist so richtig schön weich und geschmeidig. Und das kenne ich eigentlich nicht von Pudern, dass sie auch so zwischen den Fingern irgendwie schmelzen. Und man merkt einfach, ja, wie sich das Ganze so an die Haut anschmiegt.
Und ich finde, davon kann man sich super schöne und so weiche Konturen zeichnen. Und es sieht einfach super natürlich aus. Und es ist zwar ein teurerer Bronzer, aber der ist wirklich jeden Cent wert. Ich habe ja seit einiger Zeit keine Extensions mehr in den Haaren. Und seitdem kriege ich echt oft Fragen dazu, wie ich meine Haare denn so schön lang bekommen habe und dass sie so schön glänzen. Ich werde vor allem immer auf den Glanz bei meinen Haaren angesprochen. Und deswegen wollte ich bald mal ein Video zu meiner Haarpflegeroutine drehen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr da Interesse dran habt. Ich zeige euch jetzt auf jeden Fall zwei Produkte, die ich ganz, ganz toll finde. Und zwar ist es ja kein Geheimnis, dass die Olaplex Produkte super sind. Und ich habe mir zum ersten Mal vor, ich glaube, einem halben Jahr diese beiden Produkte hier bestellt. Das ist einmal ein Shampoo und einmal ein Conditioner. Und die finde ich wirklich super. Also ich verwende als ersten Schritt immer ein anderes Shampoo. Das werde ich euch dann, wie gesagt, in dem anderen Video alles genauer zeigen. Und danach verwende ich dieses Shampoo und das macht die Haare so richtig schön weich. Und auch das Shampoo an sich, das ist so, das fühlt sich so weich und geschmeidig an zwischen den Händen. Und man merkt einfach direkt, wie das den Haaren gut tut. Ich würde sogar sagen, bei dem Shampoo, das ist übrigens die Nummer 4, merkt man noch eher, wie es die Haare pflegt, als bei dem Conditioner. Der ist zwar auch sehr pflegend, aber hat meiner Meinung nach nicht so einen krassen Effekt wie das Shampoo. Also ich finde, das Shampoo ist ein absolutes Must-Have. Und der Conditioner ist noch so ein kleines, schönes Add-on. Und die funktionieren einfach total gut zusammen. Dadurch sind die Haare richtig schön gepflegt, glatt und weich. Ich habe gar keine trockenen Spitzen und ich bin mir ziemlich sicher, dass das mit diesen Produkten hier zusammenhängt. Weil früher hatte ich das zwischendurch mal, weil ich ja relativ häufig mal das Glätteisen oder den Lockenstab benutze. Und ich habe das einfach überhaupt gar nicht mehr. Und das ist das Einzige, was ich umgestellt habe. Zuletzt habe ich ja fast immer die Boost-Up-Mascara von Catrice benutzt. Die finde ich auch immer noch super toll. Die macht schöne, lange und voluminöse Wimpern. Aber ich benutze jetzt seit so ungefähr 2 Wochen wieder die Sky High Mascara. Und das ist wieder so ein Unterschied. Also die macht ganz andere Wimpern. Sie macht sie halt nicht voluminös, sondern einfach nur super, super schön lang und getrennt. Das sieht manchmal aus, als hätte man irgendwie Lash Extensions mit drauf. Und ich finde diese Mascara einfach so, so toll. Das Gute ist auch, wenn da Wasser dran kommt, dann löst die sich nicht direkt auf. Also die hält so ein bisschen Wasser aus. Das merke ich zum Beispiel auch immer beim Abschminken. Also wenn ich diese Mascara drauf habe, dann muss ich wirklich so ein bisschen mehr an meinen Wimpern arbeiten, dass das Ganze auch wirklich abgeht. Und die Wimpern, die fühlen sich mit der Mascara so richtig schön glatt an. Und es gibt ja so Mascaras, die bröckeln dann so weg. Und auch wenn man seine Wimpern dann so anfasst, dann fühlen die sich einfach so bröselig an. Das hat man hier überhaupt nicht. Und zu der komme ich einfach immer und immer wieder zurück, weil das ist einfach Wahnsinn, was die mit den Wimpern anstellt. Das nächste Produkt zeige ich euch vor allem, weil ich es euch nochmal ans Herz legen möchte. Und zwar von Laura Mercier das Translucent Loose Powder. Das finde ich so, so toll. Habe ich mir vor ungefähr 2 Jahren gekauft und es ist immer noch ziemlich, ziemlich voll. Das ist ein super tolles, mattierendes, transparentes Puder. Das verwende ich jeden Tag unter den Augen oder wenn ich mal irgendwo einen Pickel habe, dann nehme ich mir etwas davon auf den Finger, gebe das so drauf und pinsel das Ganze danach mit so einem Pinsel runter. Und danach ist der Pickel total schön retuschiert. Man sieht ihn kaum noch, es glänzt nichts mehr und man kann damit so, so, ja, schöne Sachen machen. Also man kann die Haut damit wirklich ganz, ganz toll perfektionieren. Die sieht so, so toll damit aus. Das Produkt ist zwar relativ teuer, ich glaube, es kostet um die 40 Euro, aber ich schätze mal, dass es bei mir noch weitere 2 Jahre halten wird. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das 2 Jahre hält für 40 Euro, dann ist es in Relation zu anderen Produkten, die viel, viel schneller leer gehen, eigentlich sogar ein günstiges Produkt. Also das ist so eine Langzeitinvestition, würde ich sagen. Und hierfür hat sich wirklich jeder Cent gelohnt. Gerade mag ich sehr, sehr gerne matte Lippenprodukte. Und dieses Produkt ist mein absoluter Favorit. Das ist von Maybelline der Superstay Ink Crayon Lipstick. Und den habe ich hier in der Farbe 15 Lead the Way. Und das hier war auch so eine Sternzeichen Edition. Und da steht auch drauf Capricorn. Und ich bin tatsächlich auch Capricorn, also Steinbock. Von daher passt das auch wie die Faust aufs Auge. Ich finde, das ist ein ganz, ganz schöner, rosiger Nude-Ton. Den trage ich jetzt gerade nicht, aber ansonsten trage ich den eigentlich meistens momentan. Und der ist, wie gesagt, sehr, sehr schön matt auf den Lippen. Das ist nicht gerade der cremigste Lippenstift, also der ist schon etwas fester, aber trotzdem ist der super angenehm auf den Lippen. Wenn man jetzt so über seine Lippen wischen würde, würde man den natürlich irgendwie ein bisschen hin und her bewegen. Aber dafür, dass es ein normaler Lippenstift ist, ist der wirklich ziemlich wischfest.
Auch beim Essen, dann geht er in der Mitte so ein bisschen ab. Man kann ihn super einfach nachschminken und der trocknet meine Lippen auch überhaupt gar nicht aus. Also man kennt das ja, dass die Lippen sich da manchmal so ein bisschen pellen oder so. Das passiert hier überhaupt gar nicht. Und ja, ohne den kann ich im Moment nicht. Ich habe schon ganz, ganz viele verschiedene Haarsprays getestet und in der Drogerie gab es da ehrlich gesagt noch nicht wirklich etwas, was mich jetzt so vom Hocker gehauen hat. Allerdings habe ich jetzt bei Müller dieses Haarspray hier entdeckt. Das ist von der Marke Andrew Fitzsimmons und das ist das Stronghold Hairspray und das erinnert mich sehr, sehr stark an dieses hier. Das ist das Big Sexy Hair Haarspray und das ist für mich bisher immer so mein Holy Grail gewesen. Das finde ich richtig toll. Und dieses hier kann da locker mithalten und ist preislich auf jeden Fall noch um einiges günstiger. Deswegen, das ist für mich aktuell so ein kleiner Drogerie-Dupe und damit halten meine Haare wirklich den ganzen Tag. Heute hat es auch den ganzen Tag geregnet. Ich war schon mit dem Hund draußen und so und ich habe das heute Morgen so festgesprüht und es hält immer noch. Genau wie heute Morgen. Ich gehe total gerne in die verschiedenen Ritual Stores. Also ich finde, da drin kann man sich immer so eine kleine Auszeit nehmen. Da duftet es immer gut. Es sieht wunderschön aus. Man kann sich durch die ganzen Sachen testen. Je nachdem bekommt man noch so einen kleinen Tee oder so. Und ich habe jetzt hier auch wieder was gefunden, was ich mir gerne kaufen möchte. Und zwar ein Parfüm. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt, aber ich blende euch mal ein Foto ein. Ich habe nämlich extra ein Foto gemacht. Ich war nicht dazu bereit, kurzfristig 45 Euro für ein Parfüm auszugeben, von dem ich vorher nicht wusste, dass ich es toll finde. Stattdessen habe ich mir aber einen neuen Duschschaum gekauft. Diese Sorte finde ich so, so toll. Die heißt Sweet Orange and Cedarwood Energize Your Soul. Und erstmal finde ich das Packaging richtig cool. Und dieser Schaum, der ist wirklich so richtig schön fest. Und sobald man den so zwischen den Händen verteilt und über den Körper gibt, wird es so richtig schön weich. Man merkt, dass das die Haut pflegt. Und der Duft dazu ist richtig toll. Also wenn ich die Rituals-Produkte verwende, dann fühle ich mich auch immer so richtig entspannt. Also ich habe immer das Gefühl, dass das so eine besondere entspannende Dusche ist oder wenn man sich danach so eine Bodybutter drauf gibt, dass die Düfte irgendwas mit einem machen. Auf jeden Fall liebe ich die Produkte total und ja, habe auch ganz viele Sachen davon zu Hause. Normalerweise verwende ich fast immer aluminiumfreies Deo, aber wenn ich weiß, ich habe irgendwie einen stressigeren Tag vor mir, wo ich weiß, ich muss viel hin und her rennen oder irgendein unangenehmes Gespräch auf der Arbeit oder wie auch immer, dann sorge ich da gerne vor mit einem aluminiumhaltigen Deo, weil mich das im Zweifel ja, nicht im Stich lässt. Und dieses Deo ist ja wohl mal der Hammer. Das ist von Rexona, das Invisible Aqua Deo. Und also wenn man das sprüht, dann ist das erstmal sehr intensiv. Ich empfehle da einfach mal kurz nicht zu atmen und danach den Raum zu verlassen, wenn man gesprüht hat. Und danach schützt einen das wirklich super toll und man hat keinerlei weiße Rückstände. Man braucht sich wirklich gar keine Gedanken darüber machen, dass irgendwo so ein weißer Striemen ist oder sowas. Da passiert gar nichts, zumindest bei mir nicht. Und ja, das finde ich einfach super toll und das hat mich noch nie im Stich gelassen. Ich hatte davor so einen Deo-Stick, der war auch richtig gut. Der hieß Stress Control. Den würde ich mir auch nochmal kaufen. Aber da muss man natürlich aufpassen, dass man da dann nicht an die Klamotten irgendwie drankommt, damit da eben keine weißen Rückstände sind oder so. Und deswegen benutze ich gerade lieber das Spray. Ihr Lieben, ich hoffe sehr, dass euch mein Video gefallen hat. Wenn ja, vergesse ich mir einen Daumen nach oben da zu lassen, fleißig zu kommentieren. Und dann freue ich mich sehr, wenn wir uns ganz bald wiedersehen. Macht's gut. Ciao.